Hallo, eigentlich wollte ich dahinter laufen, aber ich habe schon dann nochmal die Folge angemacht, denn wir haben ein Problem. Das ist umgekippt! Nein, es ist umgekippt! Das ist so Worst-Case-Szenario gerade, ne? Und ich habe gerade nochmal einen Quick-Save gemacht, weil ich mir dachte so, gut, ich habe ja nochmal Zwischenspeicherung gemacht. Das heißt, ich könnte die Zwischenspeicherung laden, zur Not. Nein! Warum? Wahrscheinlich, weil ich das vorgespult habe und das ist umgekippt dann. Hier, da ruckelt es ja meistens, ne? Oh nein! Nein, 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 nein! Es ist nichts kaputt gegangen, oder? Okay, das ist lustig. Problem. Das wird ein ungeiler Start, möchte ich mal anmerken. Dann werde ich das vielleicht zum Start noch benutzen. Ich kann nicht mehr rein! Oh, nee, 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 bitte. Nein, ich kann nicht mehr rein! Kann ich noch rein? Gut, dann würde ich das einklappen. Und es kurz zur Seite drehen. Dann kann ich ja wieder rein, dann ist ja okay. Okay, Moment. Ich gehe ganz kurz den Stein holen. Der da. Das machen wir jetzt noch kurz schnell. Doch zusammen. Es tut mir leid. Es geht nicht anders. Oh nein, jetzt ist das umgekippt. Das ist so Worst-Case-Szenario. Hätte das nicht mal funktionieren können einfach? So einfach, jo, bleib stehen halt. Fertig. Nicht. Ich muss halt irgendwie starten jetzt, dass das hinhaut. Das wird jetzt richtig ungeil. Das sind Blaubeeren alles, ne? Ich glaube, das da ist auch nicht der Dunastein. Ich glaub's irgendwie nicht. Das da hinten ist noch was ganz, ganz Kleines. Wobei ich die Blaubeeren halt auch nur so sehe. Nein, lauf weiter in die Richtung. Entschuldigung. Bob, lauf. Running Bob, Halleluja. Komm, lauf mal schneller, Bob. Also ich latsche nicht noch dahinter jetzt. Ich habe gar keine Lust, dahinter zu latschen. So gar keine. Oh, ich hoffe, ich kann das wieder aufstellen, ne? Das wird sonst ein richtig ungeiler Start. Ich darf halt nur nichts. Wobei, ich kann. Das ist auch ein großer Stein. Ich kann zur Not die Sachen alle in die Hauptkapsel bringen. Ich brauche nur die Kapsel und Antriebe. Solange das noch dran ist, ist alles gut. Das sieht ja krass aus. Was ist das? Hallo? Klettern? Kannst du klettern? Hallo? Klettern? Hä? Kann ich hier was machen? Ich muss da irgendwie hoch. Warte mal. Das ist ein Asteroid, das ist kein Stein. Bitte, tschüss, geh ab. Und ich bin oben drauf. Da. Au. Okay, das ist kein Stein. Das ist ein Meteorit, der hier runtergekommen ist. Ich brauche nur einen Stein. Ich hätte echt einen Rover mitnehmen sollen, ne? War hier gerade irgendwas? Da, Steine! Steine, Steine, Steine. Wie weit weg sind diese Steine, bitte? Okay, ich habe Steine gesehen. Immerhin. Die sind so klein, also die würde ich von hier oben wahrscheinlich gar nicht sehen, ne? Da müssen doch hier oben irgendwo Steine rumliegen. Hier beim Schiff, beim umgekippten Schiff. Oh Gott. Da? Nee, das sind wieder... Ich brauche noch einen Stein. Ich muss einen Stein mitnehmen. Okay, Leute, ich renne mal zum Stein und dann renne ich zum Schiff. Und dann melde ich mich wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir das mit dem Schiff irgendwie gelöst kriegen. Ich will wieder nach Hause. So, hallo und herzlich willkommen zurück beim Umkipp-Simulator. Es ist umgekippt. Ich habe den Dunastein, aber er kann, also
die können nur einen Stein, Steinart quasi mitnehmen, also aufbewahren. Das heißt, die Blaubeeren sind jetzt weg, wir müssen mal Blaubeeren holen. Aber die waren ja jetzt zuhauf, die waren ja überall, Blaubeeren waren ja richtig viele. Da waren irgendwo noch Blaubeeren, ne? Irgendwo waren ja noch Blaubeeren. Wir sollen nochmal holen. Ich hoffe, dass man hier drin mehrere Proben mitnehmen kann. Das weiß ich auch nicht. Aber, Bob, geh mal hier rüber, bitte. Das wird jetzt ungeil. Nein. Jupp. So, erstmal. Hier muss ich einfach. Weil das SAS nicht an war. Nein! Steuerpunkt von ihr steuern. Okay. Okay, okay. Alles klar. Das wird richtig nicht geil funktionieren. Stopp. Warte. Idee. Ich muss nur. Roll. Okay, das ist jetzt ein Worst-Case-Szenario. Pistole. Komm, jetzt aber. Und alle. Nein, yeah. Nein. Falsche Richtung. Warum denn? Bob, bitte pass auf, ich will dich nicht treffen. Ja. Yep. Okay. Okay. So, Moment. Das wird so mies dann werden, wenn wir starten wollen. Aber Bob kann schon mal rein. Ich muss hoch. Okay. An Bord gehen. Genau, alles verstaut. Sehr schön. Der Pilot soll jetzt kein EVA machen, oder? Ja doch, ich würde gerne noch die Blaubeeren halt holen, ne? Okay. Ach, geht nicht, warte mal. Ich will ganz kurz erstmal ein Quicksave machen, dass alle an Bord sind. Okay. Quicksave. Wie gesagt, wenn es gar nicht geht, muss ich im Endeffekt in den Spielstand laden. Und ja, wo das noch stand. Und dann muss ich das nochmal alles holen. Zur Not. Aber vielleicht geht's ja. Mal gucken. Lass mal los. Au. Entschuldigung. So, warte mal. Ich brauche noch die blöden Blaubeeren. I need blueberries. Hier sind Blueberries. Das auch gerade jetzt passieren muss, ne? Das hat so unlucky. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt diese zwei Steinart-Proben mitnehmen kann. Das wird jetzt doof. Also wenn das wirklich nicht klappt jetzt, dass ich hier die Blueberries mitnehmen kann, dann müsste ich halt, dann müsste ich vielleicht nochmal versuchen zu landen. Also müsste ich gucken, mit Quicksave arbeiten, ob ich mit dem, was ich noch habe, dann noch landen kann. Aber dafür muss der Start halbwegs okay sein. Da sind sie. Blueberries. Okay, da ist also von den abgestürzten Asteroiden. Stimmt, da war mal irgendeine Aufgabe. Mit Scanne so. Habe ich die nicht? Die habe ich, glaube ich, sogar, ne? Hallo. Blaubeeren aufnehmen.
Jupp. Okay, und zurück. Gut, wir haben die Blaubeeren. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich die mitnehmen kann. Das werde ich jetzt gleich sehen. Wenn ich die jetzt nicht mitnehmen kann, wäre echt schade. Mal gucken. Oder soll ich die nur scannen, die Blaubeeren? Die Blaubeeren sollte ich mitnehmen, oder? Doch, bringe Blaubeeren mit. Doch, ich soll die mitbringen. Der Duna-Stein aber auch, ne? Das war auch mitbringen, oder? Ah, hier, Duna-Meteorit. Guck mal, das ist es. Duna-Stein sollte ich auch mitbringen, oder? Bring Duna-Stein von Duna mit. Ja, okay. Also ich muss schon irgendwie beides mitbringen. Okay. Das wubbelt alles, ne? Jetzt kommt es ja darauf an, ob ich das kann. Ich hoffe, es geht. Huch. Ja, geht. Da diese Blaubeeren hinzugefügt. Okay, das geht. Ich wollte Daten, Berichte prüfen. So, das sind die Crewberichte. Ja, ist gut. Ich wollte Daten. Blaubeeren haben wir. Oberflächenprobe, die normale. Eve-Bericht. Experiment behalten. Analyse Dunastein. Experiment behalten. Ja. Jupp. Ich würde gerne noch jetzt hier die Experimente durchführen. Oh, Atmosphärenanalysen. Die bringen gut Geld. Druckdaten. Habe ich alles bloß einmal, also ich wollte halt Gewicht sparen. Leute, ich glaube, ich habe ein was vergessen, ne? Ich glaube, ich habe ein was vergessen. Den Seismik, den habe ich, glaube ich, vergessen. Oder habe ich den irgendwo reingepackt? Nee, den habe ich vergessen. Okay, kann nicht passieren. Vielleicht ist es so kaputt gegangen beim Umkippen, das kann nicht auch sein. Ich glaube es nicht, es ist eigentlich alles noch intakt. Nein. Quick Save. Okay. Und nochmal hier eine Speicherung. Es wird nötig sein. Es wird nötig. Entkoppeln. Ich könnte halt. Das sieht ja kacke aus jetzt, ne? Was passiert, wenn ich das jetzt... Nee. Ich habe eine Idee. Warte mal. Nee. Ah, ich muss mal... Steuerung. Nein. Ja. Nein. Gott. SAS an. Nur das erstmal aktivieren. Einschalten. Warte mal. Dreh, gib mal rum. Komm, gib mal rum. Ja, gib. Die ganzen Forschungsdaten da hinten, ne? Oh, hoi. Überprüfen kann ich nicht. Ich würde die gerne reintragen, ne? Ich kann auch nichts gerade irgendwie. Das geht alles nicht. Oder? Nee, das geht nicht. Nee, auch doof. Wenn ich jetzt so starte, ne, reißt es mir halt alles gerne Forschungssachen ab. Ihr freut euch. Wieso freut ihr euch? Ihr seid am Arsch. Ihr habt nichts zu freuen.
Okay, das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Okay, warte mal. Dann ist es vielleicht sogar besser. Ich würde es gerne versuchen, so zu starten jetzt, weil ich jetzt alles schon gemacht habe. Ich habe eine Idee. Warte, vielleicht... Es ging ja an sich ganz gut. Ich wäre ja... Ne? Vielleicht sollte ich das so machen, dass ich doch auf den Seitenteilen, auf den für die Luftbremsung, dass ich da starte. Dann verliere ich maximal die Solarzellen. Was ja jetzt nicht so wild ist. Ich kann mit der Engine auch starten. Ich habe Bedenken gehabt, ob das geht. Darum habe ich die extra nach außen rangebaut, die Viere. Das ist unlucky. Das ist so richtig unlucky, Freunde. Ah. Wie geht's nach oben? So. Warte. Nee, Berg hoch. Ja, das war klar. Komm, jetzt zurück. Driften und hoch. Nein. Das war fast. Jetzt kam die Explosion. Oh, zur Not muss ich das echt laden und dann vielleicht nochmal landen oder so. Das würde ich aber jetzt also offscreen machen, das würde ich euch nicht antun. Ich glaube echt, ich komme, das wird so nix. Ich meine, wenn ich mir so eine Seite abreiße, das wäre jetzt nicht so wild. Das wäre nicht so wild. Also mit den zwei Tanks so, das wäre jetzt ganz ehrlich. Ich meine, es ging. Es hat kurz funktioniert. So ganz kurz hat es funktioniert. Wie mache ich das am Disney? Wie komme ich aus dem Schlamassel am besten raus, ohne neu zu laden? Wie Yavino. Ist zwar doof, weil ich da das Monoprop dran habe. Aber wenn ich das Triebwerk dran lasse, ist mein Schwerpunkt woanders. Das heißt, das wäre gut. Ich würde das gerne versuchen gerade. Ja, dann sind die Tanks leer, dann ist der Schwerpunkt wieder woanders. Nämlich weiter hinten. Wenn ich da noch einen Berg hätte, wäre es ideal. Habe ich ja eigentlich sogar. Das einzige Problem ist halt um den Monoprop. Jetzt habe ich überhaupt keinen Monoprop. Ich habe da so in den Seitenteilen reingemacht. Ist aber an sich kein Problem. Solange die nah beieinander sind, kann ich ja auch vom Schiff aus andocken. Das muss ja nicht unbedingt den Shuttle machen. Das ist ja... Das geht ja. So. Und darüber nochmal ein Quicksave. Benutze ich das jetzt einfach mal, wenn ich das eh gleich verliere.
Dann ist es ja eh irrelevant. Ich habe ja einen Berg hier. Panik, 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 da lang. Hier längs. Da lang. Oh. Uff. Den Weg ausschalten. Den Weg ausschalten. Okay, warte. Ist das jetzt gut? Mache ich das richtig? Nein, shit, genau da lang. Okay, das ist jetzt richtig kacke. Aber na gut. Komm. Schub, 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 schub. Nein, 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 lass das. Hörst du auf. Ich weiß, Aerodynamik ist jetzt gerade vollends für den Arsch. Ah. So, auf 30 Kilometer sollte ich halt hochkommen. Ich muss gucken, ob es jetzt klappt. Ich habe nichts Wichtiges, glaube ich, verloren. Nur die Seitenteile. Und hinten das halt. Aber das ist ja egal. Das ist ja egal. Das ist nicht schlimm. Ja, das geht noch. Chip. Okay, 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 okay. Execute next note. Ja, das habe ich verloren. Ich habe auch keine Fallschirme wirklich verloren. Fallschirme? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur die zwei Tanks verloren. Ich habe sogar das Wissenschaftsding. Das ist gut. Ja, das war aus der Situation heraus das Beste, was ich machen konnte. Oh, es klingelt. Einen Moment. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wir sind im Orbit. Mehr schlecht als recht. Also ich bin ewig noch in der Atmosphäre gerade geblieben. Wir machen jetzt nochmal ein Manöver. Einfach um auf eine stabile Umlaufbahn zu kommen. Es ist alles extrem knapp bemessen, möchte ich anmerken. Ja. So, und jetzt werden wir das Shuttle nämlich als Ziel schon setzen. Also ich will unbedingt ganz schnell wieder zurück. Docking Autobahn, nee, Rendezvous brauche ich. Rendezvous, wo ist es? Hier, Rendezvous Autobahn. 50 Meter? Ja, können wir machen, oder? Warte mal, wie viel Monoprop habe ich noch? Wie viel Monoprop ist noch da? Ja, ist okay. Okay, 50 Meter. Ich steuere schon mal von hier. Das können wir einfahren. Strom ist noch okay. Dann würde ich sagen, engage Autopilot. Ich würde jetzt auch unbedingt gerne einen Quick Save machen. Also. Ich mache jetzt keinen Quick Save. Ich vertraue jetzt mal einfach. Jetzt ist es halt komplett unsymmetrisch, ne? Weil er die ganze Zeit irgendwie mit ansteuert, das ist richtig komisch. Ah, yay, wir haben es überlebt. Ihr könnt euch echt freuen, dass ihr überlebt habt, ne? Es war echt, es war nicht hundertprozentig sicher, dass ihr überlebt. Möchte ich mal anmerken. Also, das war nicht so komplett safe, ne? Das sind so ganz kleine Schübe. Das geht. Spiel, pass bitte auf, was du tust, ne?
Okay, 16. Ist alles noch gut. Ist alles noch im Rahmen. Das ist ein ganz knapper Rahmen, sage ich. Ein richtig knapper Rahmen. Bin ich zu nah, ne? Das ist ein Planet, Kollege. Ich möchte nicht mehr in die Atmosphäre eintreten. Das war gerade schon echt nervig. Okay. Ich vertraue der KI. Ist ja nie was Schlimmes passiert, wenn man der KI vertraut hat. Ja. Das wird so schief gehen. Ihr werdet gleich wieder alle runterfallen auf dem Mars. Dann seid ihr tot, weil ihr dann zerschellt. Das könnte ich nicht abbremsen. Weil die Fallschirme nämlich alle noch drin sind. Okay, also mit nochmal landen irgendwo anders wird's nix. Obwohl. Nee, wird's nicht. Ich habe ja oben nur nur Flüssigtreibstoff und kein Hydrazin. Nee, Hydrazin nicht, warte. Oxidator. Da. Zur Not lasse ich das Schiff die holen. Okay. Gibt's ein Rendezvous von 12 Kilometern? Von 0 Kilometern. Okay, das ist nice. 28, ja, ist alles noch im Rahmen, ist alles noch möglich. Ist alles noch möglich. 2 Stunden. Ich hoffe jetzt keine andere Mission. Wo ist eigentlich die andere? Die Duna Rover Mission. Okay, die. Okay, das hat sich nicht wirklich sehr viel verändert. Na, immerhin. Ich werde die ganzen Folgen alles schön zusammenstückeln, dass es passt. Es wird anstrengend. Habe ich eigentlich noch. Warte mal, ich habe. Okay, die ist nicht ausgefahren, deswegen. Das ist alles noch dran. Das ist gut, das ist alles noch dran. Das Wichtigste von dem Teil, was ich zurückgelassen habe, habe ich mitgenommen, die Daten. Also alles gut. Ja, das ist eigentlich echt alles gut. Dass das überlebt hat, ist echt gut. Das kriege ich alles wieder hin. Sehr gut. Habe ich irgendwelche Fallschirme innen drin versteckt? Nee, habe ich nicht. Nice. So, na dann, mach mal dein Manöver. Liebe KI, ich vertraue dir. Das Ike. Oh, den haben wir auch schon. Die ganzen Daten. Da waren wir gerade. Das ist das doch, oder? Ja, das ist das. Ah, wie cool. Hä, wieso macht er es nicht? Ach so, in einer Stunde. Er macht mehrere Umläufe gerade, damit das passt. Ah, okay. Kann ich vorspulen einfach? Ich weiß, mir jetzt nicht böse. Liebe KI, sei mir nicht böse. Ist alles okay. Ich könnte halt noch Monoprop aktivieren, ne? Aber ich will es mir eigentlich zum Andocken aufheben. Da muss ich nicht selber andocken. Na gut, wird schon. Komm, wird schon. Da halt bloß nicht so voll Schub geben. Dann ist gerade das Ungleichgewicht zu krass. Ah, ja, genau deswegen. Okay, es scheint aber funktioniert zu haben, also er hat gut korrigiert. Ich bremse mal. Hey, bremsen. Oh, das sieht so voll traurig aus, dass es alles bloß noch auf einer Seite ist. Wer sagt, dass der Mars einfach ist, ne? Das ist, aber sie leben noch alle. Und sie haben die wissenschaftlichen Daten und sie kommen nach Hause, hoffe ich. Ich drücke ihnen die Daumen, dass sie nach Hause kommen. Aber ich denke schon, dass sie nach Hause kommen. Doch, ich denke schon. Das Problem ist, ich habe halt von den Tanks, ne, alles komplett in das andere reingepackt gehabt. Das ist abgerissen. Ich hätte die alles reintun sollen. Es laggt, jetzt sind wir in der Nähe der Station. Da ist sie.
Ja, Station wollte ich, sage ich schon. Oh, bitte, bitte, Schichtgeber. Oh, Schubra. Mach keinen Miesen. Nee, alles gut. Das ist Ingage. Alles gut. Das passt schon. Als Ziel setzen. Kann ich die auf Ziel ausrichten machen? Nee, stopp. War das nicht das? Nee, das war das nicht. Das war das. Das ist das hier. Von hier steuern. Als Ziel setzen. Ziel. Machen wir das nämlich so. Ja, das geht nämlich auch. Ha. Jetzt mache ich Flicksave. Jetzt bin ich mutig. So, das wird jetzt was, komm. Ging das jetzt mit dem Quicksave? Das sah cool aus, gerade das Bild. Ich fliege ein bisschen näher ran, dann bremse ich. Wie sieht es mit dem Tremolo aus? Gehen wir auf 1 Meter die Sekunde, komm. Sieht gut aus. Schön sachte. Also das so andocken, das geht, das kriege ich auch ohne Mac-Chip hin. Nur das Rendezvous, das kriege ich ohne Mac-Chip noch nicht so richtig hin. Ja, wuhu, wir haben sie überlebt, yay, oh, sie freuen sich. Er ist noch nicht sich ganz sicher, doch jetzt, guck mal, Bill ist happy. Ich habe da ja auch, ach schön. Hört ihr bitte her? Nein, ich stecke da ins Inventory. Ich hoffe, die Docks ziehen sich ja dann auch an. Also, sollte man hinkriegen. Bitte zieht euch dann an.
Ja. Komm. Ist alles aus? Komm. Ja. Holy shit. Okay. Ach, schon. Vor allem habe ich das Problem mit dem Landen, ne? Ich habe nur noch 26. Und ich habe hier keinen Oxidizer. Unlucky. Aber Quick Save. Wir sind wieder oben. Darauf kommt es an. Das zählt. Das ist alles, was zählt. Wir sind wieder oben. So, jetzt würde ich erstmal noch den Außenbordeinsatz machen, bevor ich die Folge hier beende. Ich muss gucken, ich schneide das dann alles zusammen. Ich habe keine Ahnung, wie lange jetzt gerade die Folgen sind. Ich habe das alles so gestückelt gerade. Kriegen wir auch schon hin. Kriegen wir hin. Na? Sonne? Sonne. Hallo? Warum? Ach so, deswegen. Falscher Modus, okay. So. Okay. Also, Techniker, jetzt bist du dran. Ach so, siehst du. Das können wir dann noch machen. Erstmal. Crew transferieren. Okay, die Crew kann eigentlich da bleiben. Ich brauche halt bloß noch Treibstoff, ne? Gut, ich könnte das damit machen. Ja, okay, könnte ich machen. Gut, der Techniker macht mir Eve. Fallschirm packen. Okay, ich komme echt gut ran an alles. Bremsfallschirm packen. Ich könnte Rückzugs zur Not auch an meine Raumstation um Munden andocken und da auftanken, dass ich landen kann. Das ist eine Möglichkeit. Komme ich da ran? Da komme ich ran? Okay. Habe ich nichts gegen? Okay. An Bord. So, von hier steuern bitte. Ausschalten bitte. So, jetzt kommt es drauf an, ne? Jetzt habe ich die Triebwerke. Die brauche ich jetzt auch nicht. Das passt schon alles, warte mal. Nee, passt nicht alles. Und die teile ich. Das sind die Bremsfallschirme. Quick Save. Okay, das ist alles soweit ready. Warte mal, ich würde. Wer ist denn, wie hieß denn der Wissenschaftler? Bob. Crew transferieren. Bob, Transfer. Dahin. Genau. Jetzt ist Bob nämlich schon mal hier. Der gute Bob. Der kann. Daten überprüfen. Der kann da. Wie viel kann ich da? Wie viel? Alles klar. Bob, gönn dir. Geht nicht? Okay, dann nehmen wir so mit. Tür schließen. Okay, dann hat Bob jetzt auch was zu tun. Das wird nämlich jetzt eine lange Rückreise. So. Das könnte aber auch noch alles mit ins Observatorium ins die wissenschaftliche Station geben, ne? Okay, das bringt nichts mehr. Sind wir ja noch high? Ja, wir sind high above. Log Daten.
Temperatur. Habe ich das schon alles gemacht gehabt? Nee, guck mal, hier habe ich noch ein paar Daten. Okay, das habe ich, das meiste von habe ich anscheinend schon gemacht gehabt. Klar, das hat wahrscheinlich die Sonde gemacht gehabt. Ja, natürlich. Macht Sinn. Das nehmen wir noch mit. Log Image. Also, wenn wir jetzt nicht brauchen, das geben wir hier rein. Bob hat so viel zu tun, ne? So viel zu tun. Achso, der hat Maximum, ne? So, der hat Maximum, was angesammelt werden kann, glaube ich. Der macht 5 pro Tag, das ist eigentlich recht viel, ne? Crewbericht noch. Und? Eve? Eve-Bericht wollte ich noch machen. Eve-Bericht. Yep. Jetzt habe ich alles gemacht, was ich machen wollte. Nee, was fehlt noch? Erstmal ein Quicksave. Komme ich da jetzt noch hin? Mit dem wenig wechseln? Nee, ich wollte. Da. Wechseln zu. Jetzt kann ich das abstürzen lassen. Da kriege ich noch die Seismic-Daten. Ha, perfekt. Ich hoffe, der hat noch jetzt genug Strom oder alles in der Verbindung. Ich denke schon, ne? Ich muss ihn noch abstürzen lassen. Das wäre essentiell wichtig für den Seismic. Da gehe ich an die Apoapsis, wo es eh schon am höchsten ist, und dann versuche ich und gucke ich mal. Ach, bis jetzt funktioniert es alles gut. Bis auf das Umkippen funktioniert alles ganz gut. Ja, vorspulen, dann kracht es irgendwo hier drüben rein. Im Idealfall. Und bremsen. Guck mal, ob ich schon so abbremsen kann. So richtig mit Schwung, komm. So. Das gucken wir uns jetzt an. So, in die Richtung geht's. Oh. Jetzt müssen wir dann seismische Daten bekommen. Jetzt können wir jetzt Ohr ausschalten hier. Es ist jetzt Weltraumschrott. Abspringen, schade. Entfalten. Hui! So, haben wir das auch noch gemacht. Aber ich habe keine Ablassdüsen, das wäre noch cool gewesen. Okay, Geschwindigkeit steigt. Ich hätte halt, hätte ich es auf der anderen Seite runterkrachen lassen, so wäre es noch schneller geworden. Ist ja schon cool. Na, Hitzeentwicklung jetzt. Oh, das wird krachen. Ich hoffe, es reicht aus, um dass der Sensor reagiert. Ich denke schon, hä? Jetzt überlebt davon noch irgendwas. Achtung! Achtung! Und? Lag. Achtung, Explosion laut. Ja, es gab, hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert. 327 Wissenschaftsdaten. Und das kracht jetzt gleich nochmal alles rein und dann gibt es noch mehr Wissenschaftsdaten. So. Hallo? Darf ich jetzt nicht wechseln? Okay, dann gehe ich in die O2-Station. Mit Glück, wenn das in die Trümmer runterkrachen, kriege ich nochmal was. Okay, es läuft gut. Es läuft gut. Nice. Ich würde schon gerne noch den Kurs für nach Hause berechnen. Also, den würde ich gerne noch setzen. Das wäre mir lieb. Ich weiß gar nicht, was da so der erste Vektor ist, um nach Hause zu kommen, quasi.
Zur Not kann ich es so machen. Mit dem Schiff. Ich bremse mit dem Schiff ab, dass es definitiv in die Atmosphäre geht. Koppel es ab. Schiff dreht sich um, gibt wieder Gas, dass es wieder in Orbit kommt. Dann wird die, der Lander wird dann quasi landen. So kann ich es ummachen zur Not. Ja, komm. Das geht auch noch. Okay, fliegen. Was cool. Wenn ich das alles zurückbringe, ne? Das Mondgestein, die Blaubeeren, das ganze Zeug. Wenn ich dann mit dem Rover, mit dem Großen, der noch unterwegs ist, die Sanddünen alles abscanne. Also das gerade, was ich jetzt geschafft habe, die Kürbis wieder in Orbit zu bekommen, habe ich noch nie geschafft. Das ist auch schon ein Meilenstein. Ich hoffe, dass die vier Atomic Engines echt das hinkriegen. Ich habe mich früher mal geweigert, mit den Atomic Engines zu arbeiten, weil ich immer dachte, die sind so scheiße. Aber die meisten benutzen die halt für lange Strecken. Darum habe ich mich da irgendwie so für das Design entschieden. Ob sie funktionieren, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja auch an meiner einen Raumstation noch diese extra Engines dran. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also, ob die über lange Zeit auch gut sind. Oder nur dann so für... Also, für lange Zeit wird sie gut sein, aber für Kurzstrecken sind sie wahrscheinlich nicht so gut. So, okay. Ich will mal was gucken. Wann wäre denn das optimale Fenster? Kirbin, alles Ziel setzen. Ich lasse mal MacChip berechnen. Manöver planen. Create Node. Ja. So, mal hier entlegen. Jetzt gibt's eine Node. In einem Jahr gibt es ein Rückreisefenster. Bitte was? Oh Gott, wie viel? Da brauche ich nicht viel, ne? Okay, warte mal. Ich würde gerne... Move all nodes. In 3 Jahren. Ich hätte die gern eher wieder. Gibt es da eine Möglichkeit? Warte. Ich meine, ich habe Treibstoff. Das ist nun nicht das Problem. Nee. Ich versuche es jetzt einmal selber. Mal gucken. Lol. Und Ike nochmal ins Spiel. Hey, wo ist denn? Wo ist denn? Oh, Ike. Jetzt hab ich böse Ike, aber du nervst. Nee, ich will ja... Okay, warte. Ich muss da eigentlich andersrum, um abzubremsen. Check ich gerade nicht so richtig. Hier geht. Okay. Ja, da. Ich brauche nur extrem viel Schub. Oh, die werden übelst an der Sonne lang. Oh, nicht gut. Ja, es geht. Ich habe ja genug Treibstoff. Also das ist ja kein Problem. Ich hätte die halt schon echt gern eher wieder, ne? Ha, perfekt. 75 Millionen. Ja, okay, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Ich habe ja noch genug. Ja, guck mal, ich habe noch über die Hälfte. Das ist gut. Das Shuttle, was ich designt habe, ist gar nicht so schlecht. Und da ist nämlich der Burn schon in 17 Minuten. Ist natürlich extrem kostenintensiv. Aber es funktioniert. Ich mache einen Quicksave.
Frage ist halt auch, kann ich abbremsen, ne? Ja, die Frage ist halt, kann ich abbremsen? Aber soll ich die erst in einem Jahr wiederholen? Da brauche ich nur 800, also weniger als die Hälfte. Dann kommen sie aber erst in einem Jahr wieder. Ich mache noch eine richtige Speicherung und schicke sie mal auf die Reise. Spiel speichern. Una Home. Also ich genau weiß, das ist der Speicherstand gewesen. So, Manöver Planner. Execute next note. Ja, du darfst Auto rufen. Ich soll die vielleicht anmachen. Die Triebwerke. 8 Minuten. Okay. So, ich hoffe, das haut hin hier mit den Kühlungen. Ja, das braucht nämlich übelst lange. Also die Engines erzeugen halt wirklich über Dauer Schub, aber halt sind dafür halt extrem effizient. Ne, aus dem bisschen Treibstoff. Könnt ihr euch vorstellen, für diesen Schub, für diese Menge, die ich noch übrig habe, wenn ich jetzt ein großes Triebwerk genommen habe, wie viel ich da jetzt noch hier, wie lang das Schiff wäre, das wäre halt extrem. Das beunruhigt mich gerade, wie schnell das weggeht. Ach so, das ist wegen denen hier vorne wahrscheinlich. Nein, von hier bitte nichts nehmen. Obwohl, ist eigentlich egal. Ist ja irrelevant. Okay, das dauert jetzt echt lange. Ich würde das jetzt noch offscreen einfach machen. Also ich werde das jetzt, ne, das Manöver machen. Und sobald das dann erreicht ist, ja, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder zu Kerbel. Und ich bereite das jetzt hier noch vor. Ich lasse das mal machen. Und hoffe, dass es klappt. Und dann müssen wir noch bloß landen und dann passt das. So Pi mal Daumen. Jedenfalls. Okay, dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession von Kerbel wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.